Wir haben hier eine Streuobstwiese gepflanzt. Wie wir das gemacht haben und was man beachten muss, das sehen wir in diesem Video. Labor 2B, Neues aus der Projekteküche. Als allererstes natürlich Löcher, weil Bäume müssen in Löcher, logischerweise. Und wir haben ja schon vorgestellt in den anderen Videos mit dem Makita Erdbohrer. Fangen wir hier an, wir haben hier diese Sticken gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir da auch ein Video drüber gemacht haben, wie wir das ausgerichtet haben. Das war gar nicht einfach, weil man will das ja auch in einer bestimmten Schönheit haben, bestimmte Reihenfolge. Und jetzt kommen wir dazu, die Löcher zu bohren. So, und dann müssen wir genau hier, da wollen wir die drinne haben. Und dann machen wir hier auch das allererste Loch, genau an der Stelle, wo das war. Ich gucke mal, wo das hier ist. Das sieht dann auch, dass wir das so ziehen. Jetzt einen recht schräg dahinter. Perfekt Loch. So. Und das gibt ein schön großes Loch, 30 cm groß. Ja, dürften 30 sein. Und das sieht ganz gut aus. Hier sieht man einmal die Nässe. Es ist jetzt natürlich, wir haben hier diese Binsen, oder wie die heißen, das sind auch Staunässe-Anzeiger. Also nass ist das hier auf jeden Fall. Aber jetzt hat es extrem stark geregnet und das Loch füllt sich auch gleich mit Wasser. Aber die Erde selber, die ist nicht klitschenass. Also wir haben da noch Hoffnung. Das hier ist jetzt Wasserschlacht und das ist ganz erstaunlich. Jetzt ist der Akku auch leer. Also das hier war Rheinweg, nur nass. Und 8 Meter weiter hatten wir gerade eine perfekte Erde. Total trocken. Das ging super auch. Das war sehr, sehr gut. Und auch dieses hier trocken. Und das ging auch viel deutlich besser zu bohren. Also wir müssen wirklich nochmal die Standorte genau angucken. Das hier ist Andreas Kleene von der Biobaumschule Kleene in Beten. In Beten, wunderbar. Ja, und Andreas bringt uns richtig viele Bäume. Und die laden wir jetzt erstmal um, fahren die dann nach hinten. Und dann werden wir sehen, dass wir die heute und morgen alle reinkriegen. Genau. Geht los. Zwischen den Obstbäumen kommen ganz viele Sträucher, Beeren, Früchte, all sowas. Aber deine Frau.
Frau hat eben erzählt, dass ihr die Baumscheibe mit Heu abmulchen wollt. Und ich habe empfohlen, das erst im nächsten Frühjahr zu machen, damit man im Herbst nicht so eine schöne Mäuseburg schafft. Ah, klar. Wir haben Erfahrung gemacht, dass auch so Streuobstwiesen, gerade wo vorher Gras war, dass man da viel Probleme mit Wühlmäusen hat. Und wenn man dann mulcht, dann beschleunigt man das noch. Deswegen eher lieber das Mulch erst im nächsten Frühjahr drauf machen. Dann können die über Winter, kann das dann nochmal kahl stehen. Was Wir haben ja Löcher gebohrt, 20 cm und die Töpfe sind etwa 20 cm groß. Sehr gut. Genau, dann laden wir jetzt die Obstbäume ab. Die sind immer zu zweit gebündelt, Hochstämme, wurzelnackt. Und das sind alles alte Sorten. Und immer so ein Zweierbündel ist eine Sorte. Das heißt, ihr habt jetzt hier zwei Altländer Pfannkuchenapfel. Und als nächstes kämen dann zum Beispiel zwei Walnüsse. Was nur wichtig wäre oder mir wichtig wäre, wenn ihr die heute Abend in die Löcher stellt, ist erstmal gut, damit die einmal nass werden. Dann aber heute Abend auf jeden Fall schon die Wildschutzspiralen drum machen. Weil ich habe das schon mal gehabt. Da habe ich eine Wiese gepflanzt und dann hatte ich keine Spiralen. Und dann hab die am nächsten Tag dran gemacht, da hatten schon, ich weiß gar nicht, bei 7 oder 8 Bäumen waren schon Kaninchen bei gewesen. Okay. So, das war kein totaler Schaden, aber das war dann schon ärgerlich. Ja. So, und das kann man sich jetzt sparen. Ja. Und jetzt kommt der erste Baum rein und Andreas zeigt uns, wie man das am besten macht. Und das ist eine Knorpelkirsche und die heißt gelbe? Dönnissens gelbe Knorpelkirsche. Dönnissens gelbe Knorpelkirsche. Die haben wir hier in so einem schönen Zweierbund. Das müssen wir erstmal öffnen. Soll ich da unten schon eben öffnen oder wie? Ach, okay. Alles gut. Da gucken wir zuerst einmal, wie die Wurzeln aussehen. Ob irgendwo Wurzeln sind, die vom Transport oder vom Roden abgerissen sind, die schneiden wir dann nochmal einmal gerade nach, dass die Schnittfläche möglichst klein ist. Diese anderen sind alle heile rausgekommen. Das kann also so bleiben. Dann gucken wir uns die Krone an und um den Baum ein bisschen zu entlasten, machen wir sozusagen einen Pflanzschnitt. Weil er Wurzeln verloren hat, soll er auch Kronenmasse verlieren. Und beim Pflanzschnitt gibt es natürlich ganz viele verschiedene Philosophien. Ich stelle jetzt einfach mal die einfachste vor, mit der wir die besten Erfahrungen gemacht haben, so dass der Baum auf jeden Fall erstmal gut anwächst und wer gut was wegschneidet, der hat auch nächsten Frühjahr guten Neuaustrieb. Da haben wir hier einmal den Leittrieb, das ist der oberste Ast in der Regel, der kräftig und stark gewachsen ist, was auch in Zukunft unsere Spitze bleiben soll. Der zweitoberste Ast, der fast genauso stark ist wie der Leittrieb, das ist in der Regel der Konkurrenztrieb. Da muss man jetzt einmal stark sein, der kommt nämlich ganz raus. So. Die übrigen drei Äste, das müssen nicht drei sein, das können auch vier sein, die bilden jetzt das Kronengerüst der ersten Etage sozusagen. Die werden in etwa so bummelig bei der Hälfte eingekürzt
ich achte beim Einkürzen schon darauf, dass ich immer eine Knospe nehme, die nach außen zeigt. Und dann sollte man alle Äste so in etwa auf einer Etage abschneiden. Das nennt man Saftwaage. So, und der Leittrieb, der wird eine gute Scherenlänge darüber eingekürzt. Beim letzten Mal wurde er so abgeschnitten, dass er nach da rausgetrieben ist. Jetzt schneiden wir ihn so ab, auf so einer Knospe, dass er nach hier austreibt. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal stehend vorstellen, dann kann man jetzt schon so ein leichtes Gerüst erkennen. Jetzt im nächsten Frühjahr treibt der Baum hier wieder aus, da oben natürlich nochmal. Und wenn man in 2 Jahren wieder schneidet, dann kann man sich da oben die nächste Etage ausbilden. Man muss immer dran denken, je früher man die Spitze ganz rausschneidet, desto breiter wird der Baum. Kommt immer darauf an, wie man die Wiese bearbeiten will, ob man da vielleicht mit irgendwelchen Traktoren drunter herfahren muss. Dann ist es manchmal ratsam, sie höher wachsen zu lassen. Wenn man leicht pflücken möchte, dann muss man sie sehr in die Breite ziehen. Breite klingt gut. Genau. Dann kommen wir jetzt zum Pflanzloch. Hier haben wir das Glück, dass die Pflanzlöcher schon ein bisschen vorbereitet sind. Leider hat es jetzt sehr viel geregnet und ist hier ziemlich nass, sodass wir ein bisschen Staunässe haben. Das ist sowas, was Obstbäume gar nicht so gerne mögen. Oder Obstgehölze allgemein, so wie die an meisten anderen Gehölze auch nicht. Das heißt, wir lockern das Ganze noch mal ein bisschen auf. Das kann jetzt hier ein bisschen spritzen. Da würde ich tatsächlich, sofern das geht, vielleicht auch ein bisschen von unten Matsch noch ein bisschen rausnehmen. Läuft auch immer wieder was nach. Dagmar, vielleicht magst du die Karre mit dem Kies schon mal näher schieben. Genau. Dann haben wir uns jetzt entschieden, unten in das Loch noch eine Schicht grobkörnigen Kies, das ist jetzt hier Beton- oder Estrichkies, reinzufüllen, sozusagen als Drainageschicht, damit der Baum unten eine Schicht hat, wo die Staunässe so ein bisschen weg kann, so als Trennschicht zwischen dem sehr feuchten Unterboden und dem nicht ganz so feuchten Oberboden. Um eben Staunässe zu vermeiden, das ist wahrscheinlich hier so, dass es im Winter und im Frühjahr werden wir vielleicht ein bisschen Probleme mit Staunässe haben. Aber im nächsten Sommer ist ein bisschen mehr Feuchtigkeit mit Sicherheit auch von Vorteil, da wegen Klimawandel und langanhaltender Trockenperioden ja im Sommer eher die Trockenheit sowieso das Problem ist. Dann wurde hier noch ein bisschen torffreies Substrat zum Zumischen besorgt. Das ist immer gut, wenn man einen neuen Obstbaum pflanzt, dass man sozusagen den Boden ein bisschen mit guter Erde, mit Kompost oder in diesem Fall mit Substrat aufbessert, um dem Baum erstmal eine gute Kinderstube zu schaffen. Das mischen wir jetzt mal hier ein bisschen bei. Wichtig ist immer, dass alles gut vermischt wird, dass es auch mit dem Aushub hier so ein bisschen durchgerührt wird, damit er nicht nur im Substrat steht, sondern auch in der schwarzen Erde. Man, wie jeder Gärtner, immer das Problem, dass man eigentlich schon fast zu wenig Erde hat. Hier unten den Kies würde ich auch so ein bisschen mit einbeziehen. Wie man jetzt schon sieht, sind wir jetzt relativ hoch mit unserem Baum. Der steht sozusagen quasi fast oben auf der Grasnarbe. Das machen wir aber in diesem Falle extra, um der Staunässe vorzubeugen, damit der Baum eher jetzt im Frühjahr und im Winter etwas trockener steht und nicht, dass zumindest vor allen Dingen die Äpfel stockfaul werden oder dass es dazu zu irgendwelchen Wurzelfäulen kommt und die auch wirklich gut anwachsen. Ja, jetzt aus unserer restlichen Erde füllen wir das Ganze gut an. So haben wir jetzt erreicht, dass der Baum auf so einem kleinen Hügel steht.
trotzdem, wenn man ihn so ein bisschen angehöht pflanzt, sollte man aufpassen, dass die Veredelungsstelle nicht zu tief zugeschüttet wird. Die Veredelungsstelle ist der Knick hier unten. Die darf auf jeden Fall, muss immer so eine Handbreit über der Erde bleiben. Sonst kann es sein, dass erstens der Baum wieder erstickt und zweitens, dass sich die Edelsorte quasi selbstständig macht, eigene Wurzeln bildet und dann können wir ganz lange auf einen guten Ertrag warten. Genau, als nächstes wird der Baum noch mit zwei Baumfellen festgebunden, die wir normalerweise setzt man einen Pfahl in der Hauptwindrichtung. Das ist von da. Genau, wenn der Wind von hier kommt, würde man einen Pfahl so setzen. Wenn man jetzt zwei Pfähle setzt, ist das nicht ganz so entscheidend. Dann hätte man auch so setzen können, das würde ich dann von der Bearbeitung abhängig machen. Ja, und das ist so auch so. Ist ja auch so, genau. Ja. Genau, dann kämen quasi die zwei Pfähle hier rein. Genau, da müssen wir dann... Das könnt ihr einfach. Genau, wollten wir vorbohren, aber wahrscheinlich... Genau, wir haben gedacht, wir machen erst die Bäume rein und dann... Ach, guck mal, das... Die kann man hier so mit dem Hammer... Ja, ist doch besser mit dem Hammerbohrer. Aber ja, oder mit dem Hammer nach oben. Ja, genau. Haben wir auch da, genau. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob wir das auch alles filmen müssen, aber ich könnte euch sonst noch mal einmal zeigen, wie man das mit der Kokosanbindung schnell und einfach macht. Wenn du die Zeit noch hast, sehr gerne. Ja, ich hole eben schnell. Soll ich den Muka auch eben holen? Ja, wenn das okay ist. Ja, klar. Super. Kokosstock. Sehr gut. Oder wolltest du noch was sagen? Die Fehler hast du jetzt absichtlich ein bisschen auseinander gemacht, weil der Boden sehr weich ist. Ja, und wir hier natürlich auch doch sehr viel Wind haben. Ja, genau. Damit wir das wirklich fest anbinden können. Die haben wir jetzt eben schon reingeschlagen. Jetzt bringen wir noch eine Wildverbissspirale an. Erstmal gegen Kaninchen und natürlich auch so ein bisschen gegen Rehe. Wobei man allerdings gucken muss, wenn man viel Rehverbiss hat, muss man gegebenenfalls noch was Größeres anbringen, vielleicht sogar ein Draht um die zwei Pfähle. Das kann man aber dann individuell sehen. Es kann natürlich auch sein, dass die Rehe nächsten Frühjahr kommen und wenn die Äste schon ein bisschen gewachsen sind, dass sie dann da was abnagen. Da muss man noch mal eine kleine Abgrenzung machen. Jetzt wollen wir den Baum noch anbinden, um ihn ein bisschen vom Sturm zu schützen, mit Kokosstrick. Da müssen wir mal erstmal gucken, wo denn der Anfang ist. So, die Kokosstrickanbindung, das ist ja so eine Krux, wo viele nicht wissen, wie das richtig funktioniert. Aber eigentlich ist das ganz einfach. Für so einen Baum, da messen wir ganz professionell eine Länge von 3 Armlängen ab. Ist ja fast wie dein Packeband. So. Aber das brauchen wir zweimal. Einmal für links und einmal für rechts. Man denkt immer, das ist nur ein Stück, aber es sind 2 Stücke. Zumindest so, wie ich das jetzt anbinden möchte. Das Tolle ist, wir können das dann alles nachgucken. Wenn wir was nicht verstanden oder vergessen haben, dann können wir immer wieder Repeat machen. Dann nimmt man die Hälfte von dem Band, dass man sozusagen ein riesiges U hat. Einmal über die Hand ziehen, so eine Schlaufe machen, die Schlaufe um den Pfahl und dann in Form einer 8 ein-, zweimal hier hin und her. So, und dann von der Mitte her nach außen ganz stramm. Mal hin und her winden. Da muss man jetzt mal schauen, wenn man die Pfähle dann sehr weit vom Baum eingeschlagen hat, dann braucht man vielleicht ein bisschen mehr Kokos. Das ist dann aber so ein Erfahrungswert, wenn man 2, 3 angebunden hat, dann weiß man das ja. So, und das Ende einfach hier mit einem normalen Knoten anbinden. Jetzt steht das Ganze ja noch ein bisschen schief und das regeln wir jetzt hoffentlich mit dem zweiten Pfahl. Auch hier wieder die Mitte ausmetern
Schlaufe machen, einmal über die Hand ziehen. Hier auch schon so ein bisschen stramm ziehen, das ist immer ganz wichtig. So, wenn man jetzt den zweiten anbindet, da die Kirsche noch relativ dünn ist, muss man so ein bisschen vorsichtig ziehen. Aber so sind die Pfähle und der Baum einigermaßen gerade. Und damit das jetzt auch noch ein bisschen schön aussieht, haben wir jetzt die erste Acht hier unten drunter herum gemacht. Und die zweite Acht legen wir oben drüber. Und wenn man das jetzt rumschlägt, dann sieht das aus, als wenn man das in einem Seil gemacht hätte. Klasse. Oh, der erste Baum steht. Was man auf der Kamera nicht sieht, hier sind gerade zwei erwachsene Menschen, die sich wie kleine Kinder freuen. Genau, eins vielleicht noch abschließend, wenn der Baum jetzt nächsten Frühjahr mal gewässert werden muss. Hier ist geplant, dass im Frühjahr die Baumscheibe mit Heu abgemulcht wird. Vielleicht kann man auch aus dem Heu dann noch so eine kleine Mulde machen, dass man sozusagen so eine Gießkante hätte, damit das Wasser da ein bisschen dran stehen bleibt. Aber so feucht wie es jetzt ist, geht es auch ohne Einschlemmen. Genau. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Super. Ja. Müssen wir die Bäume jetzt hier noch eben abdecken? Wir wollen die, ich kann die gleich schon mal überall. Du verteilst die, während ich jetzt in den Hofladen gleich gehe? Genau, das heißt, ich werde bis heute Mittag den ganzen Tag hier entlang rennen und wahrscheinlich die ganzen Bäume versuchen reinzutun. Hier ist ein Pflanzplan. Wir haben natürlich einen Pflanzplan und das wird jetzt also erst mit die Rennerei überall die Pfosten und die Bäume hinzubringen. Und natürlich, damit die Bäume auch schon mal eben nicht so lange trocken liegen, kommen die da rein, da ist ja Wasser drin momentan und dann sind die schon mal soweit gesichert. Apfelbaum, die sehen ja meistens etwas anders aus, haben ein bisschen mehr Triebe als ein Kirschenbaum. Wäre vielleicht ganz gut, ach, dann noch mal eben den denen nochmal den Pflanzschnitt zu zeigen. Also es ist so, das Wichtigste ist eigentlich, dass du den Baum entlastest, dass so mal, ich sag mal, zumindest ein gutes Drittel bis vielleicht sogar knapp die Hälfte abgeschnitten wird, auch wenn es schade ist. Aber das hilft dem Baum und wenn man den gut schneidet, treibt er auf jeden Fall viel besser wieder durch. Auch hier guckst du noch mal einmal so nach den Wurzeln, so wenn die so ein bisschen ausgefranst sind. Also nicht viel abschneiden, aber so eben, oder hier hat die eine ziemlich lange Verletzung, das kann man dann so ein bisschen abnehmen. Und jetzt hier bei dem Hochstamm, Apfelhochstamm, der hat viel mehr Triebe als die Kirsche. Da sieht man auch die Konkurrenztriebe noch besser. Also hier haben wir wieder den Leittrieb, den obersten. Der ist auch ganz schön gewachsen. Dafür haben wir aber zwei Konkurrenztriebe sogar. Den und den. Und die nehmen wir auch wirklich ganz raus, weil die versuchen sonst den Leittrieb zu überholen. Und wenn man das drin lässt, dann hat man irgendwann in 10 Jahren so ein Zwiesel. Die Konkurrenztriebe, die sind auch immer sehr steil angeordnet. Das heißt, die brechen auch leicht ab im Alter, wenn mal wirklich Äpfel dranhängen. So, und dann bei diesem haben wir jetzt so schön viele Äste, da kann man auch wirklich schon, ich sag mal so, mit dieser Saftwaage, was wir vorhin beschrieben haben, zwei Etagen anordnen. Und immer hinter der Knospe, ne? Immer hinter der Knospe, genau, dass die eine Knospe, nach außen liegende Knospe sozusagen stehen bleibt. Und in dem Fall würde ich jetzt sogar den und den auch noch wegnehmen, damit wir einfach hier unten, jetzt kann man das vielleicht sehen, ja, hier unten schon mal die erste Etage haben und da oben die zweite. So, und da muss man mal gucken, wenn man dann in 2-3 Jahren den Baum das nächste Mal schneidet, dann könnte wahrscheinlich dieser Ast sogar auch noch raus, weil das einfach dann hier ist, hat man so eine Dreiergruppe, das ist gut, der vierte ist aber eigentlich schon fast über. Ich lasse jetzt mal ein bisschen was dran und dann den Leittrieb wieder so eine gute Scherenlänge da drüber. Beim letzten Mal wurde er so geschnitten, dass er nach hier wächst. Dann schneiden wir ihn jetzt so, dass er nach hier wieder austreibt, damit er sich so ein bisschen gerade hochschlängelt. Genau. Super. So. Es folgte erstmal das Verteilen der Pfosten
Und das waren wirklich ganz viele Pfosten. Ich habe also wirklich den ganzen Vormittag gebraucht, um das alles zu verteilen. Als nächstes werden nach dem Pflanzplan, den wir vorher gemacht haben, und das ist für mich ganz wichtig, dieser Pflanzplan, damit man sieht, wo ist Halbschatten, wo ist Sonne, wo ist windgeschützt, und danach richtet man das aus. Die größten nach hinten, die kleinsten nach vorne, der heißt Süden. Wir haben die erstmal ein bisschen aufgeständert, weil wir sind natürlich auch da nicht sofort dazu gekommen. Und so konnten die in die Löcher, die wir vorbereitet hatten, mit den Wurzeln schon drinnen stehen. Jetzt fangen wir an, das zu beschneiden. Und ich fange dabei an, die Spiralen, diese Wildschutzspiralen, um zuzumachen. Heute ist der große Pflanztag, an dem alle Bäume endlich auch reinkommen. Und dazu sind Conny und Jürgen dabei. Da werden wir in dieser gemeinsamen Aktion, wir haben zum Glück Topwetter heute, alle Bäume reinkriegen. Das war eine wirklich große Aktion, also die ganzen Bäume reinzukriegen. Es war sehr stürmisch an dem Tag, aber wir haben wirklich super Wetter gehabt. Das war ganz toll. Und es hat auch wirklich sehr, sehr lange gedauert. Also es war letztendlich, wir haben um 10 Uhr angefangen. Und um 16, 17 Uhr waren wir dann erst fertig, um die alle drin zu kriegen. Wir haben zum Glück ja Food vorbereitet, dass wir wirklich nur noch das Eingraben und das Festmachen machen müssen. Und das war ein ganzer Stapel Arbeit, aber das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und was man hier nicht sieht, ich habe ja die Pfähle vorgebohrt. Das war einerseits doch recht schwer, weil man die ganze Erde rausziehen musste. Dafür war das Eintreiben der Pfähle. Dann zu zweit, wir haben uns zu zweit da reingehängt. Das sieht man hier gar nicht, das sieht so ganz einfach aus. Also wir haben auf Ruck die reingetrieben und danach konnte man sie auch nicht mehr verändern. Also die sind wirklich danach fest drin. Das hat super geklappt, dass wir die vorgebohrt haben. Im 50er Bohrer, für die 60er Pfähle.